Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ist es vielleicht gerade noch morgen in der Früh. Ja, bist du ungeduldig? Es ist gerade 7.30 Uhr. Ihr habt euch ja so lange eine Morgenroutine von mir gewünscht. Und durch Sibalido hat sich die natürlich auch ein bisschen geändert. Deswegen dachte ich, drehe ich mal eine aktuelle Morgenroutine für euch ab. Wir reden gar nicht lange rum, sondern fangen an mit der Morgenroutine. Ja. So, wenn dann Simbas Kuschelzeit um ist, so gesagt, suche ich mir dann erstmal ganz schnell ein spontanes Outfit aus. Einfach entspannt, Jogginghose, irgendein Pulli oder was auch immer. Weil Simba muss nämlich morgens erstmal kurz raus, weil der ist ja noch ein Baby. Hat ja noch nicht so lange Geduld, sich zu halten. Deswegen jetzt mal erstmal eine kleine, schnelle Runde raus. Und dann geht's weiter. Ich gehe meistens morgens erstmal nur so eine ganz kleine Mini-Runde, so 5 bis 10 Minuten, damit er einfach sein wichtigstes Geschäft, Pipi und Kackack, machen kann. Das hat er jetzt auch gerade eben schon gemacht. Yay. Und dann gehen wir meistens erst nach dem Frühstück eine richtige Runde, weil jetzt gerade so bei, es ist überhaupt nicht seine Uhrzeit, der ist so ein kleiner Morgenmuffel, der hat meistens morgens noch gar nicht so richtig die Lust. Und allgemein das Wetter wie heute gefällt ihm zum Beispiel auch gar nicht. Aber ich versuche trotzdem erstmal so eine kleine Runde mit ihm morgens zu machen, dann machen wir nach dem Frühstück nochmal eine größere Runde. So, jetzt geht es erstmal weiter. Jetzt mache ich gleich zu Hause erstmal mein Bett und dann mache ich erstmal mich ready für den Tag und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir zurück und jetzt mache ich meistens erstmal die Rollos hier hoch, damit wir überhaupt was sehen und damit ein bisschen Licht hier ins Leben kommt. Ich kann es kaum erwarten, wenn es wieder Frühling wird und Sommer und wenn es dann morgens schon wieder heller ist. Wo jetzt geht es eigentlich auch schon. Mittlerweile auch 8 Uhr so ungefähr. Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, aber ich bin immer so einer der übermotivierten Menschen und mache morgens immer als erstes. Das ist wirklich das allererste, was ich mache. Manchmal mache ich das sogar noch, bevor ich mit Simba rausgehe. Kommt auch an, wie geduldig er ist. Mache ich erstmal mein Bett schnell, weil das muss einfach ordentlich sein. Keine Ahnung, deswegen machen wir das jetzt. Ja. So, jetzt kommt hier noch die Tagesdecke, also die Tagesdecke hier. Und fertig. Mich fragen mal voll oft meine Freunde, ob ich das jeden Tag mache. Und ich meine so, ja, natürlich mache ich das jeden Tag so. Und jetzt, wenn ich das Bett gemacht habe, anderen würde sich erstmal, glaube ich, so, wie sie jetzt unready sind, glaube ich, an den Frühstückstisch setzen und erstmal frühstücken. Aber bei mir ist es so, ich muss erst komplett ready sein. Also wirklich schon so richtig gestylt und alles. Und dann kann ich frühstücken. Das ist bei mir so. Deswegen suche ich mir jetzt erst ein Outfit für den Tag raus. Und dann schminke ich mich. Und dann gibt es Frühstück für Simbalino und dann gibt es Frühstück für mich. So, ich habe jetzt erstmal ein Outfit rausgesucht. Ist ja momentan noch ein bisschen frisch draußen, deswegen Pulli und einfach eine zweifarbige Hose. Ich muss sagen, es ist jeden Morgen das Gleiche. Ich brauche gefühlt so 10 Minuten, um ein Outfit zu finden. Also, wir finden es auch richtig toll. Sehe ich schon. Genau, aber jetzt habe ich eins. Ich würde sagen, wir machen uns ready, ziehen das Outfit an und dann geht es weiter mit dem Make-up. So, Outfit of the Day ist da und jetzt gehen wir erstmal weiter ins Badezimmer. Ich weiß nicht, ich habe den Schminktisch, also ich schminke mich persönlich immer im Badezimmer, ich kann das da am besten. Deswegen, let's go! Ich mache mir jetzt meine Ohrringe rein. Ich habe ja einen neuen Haarschnitt, da ist es manchen in den letzten Videos schon aufgefallen und diese Curt Mangs hängen halt einen immer ins Gesicht rein und beim Schminken ist es
sehr, sehr blöd. Deswegen mache ich meistens mal so ein Make-up-Band rein, damit ich die nicht mit Make-up beschmiere. Eigentlich ist mein Make-up auch relativ dezent. Ich mache einfach immer nur so ein bisschen Make-up so hier so auf die Stellen, also auf die Augenschatten. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man nicht aussieht wie so eine Leiche. Also bitte, falls sich das irgendein Schminkpro anguckt, bitte sagt nichts zu meinen Schminkkünsten. Ich habe keine. Ich will auch nicht, dass das ästhetisch aussieht oder andersweise professionell. Ich schmink mich einfach so, wie ich Lust habe. Ich brauche morgens immer erstmal Lippenpflege, weil ich habe die Heizung immer sehr hochgedreht und trockene Heizungsluft. Jeder kennt es, trockene Lippen meistens immer dann morgens. Und genau, jetzt geht es weiter mit Concealer. Den machen wir jetzt auch noch eine Leerung. Dann hier noch unter die Augen. So, als nächstes habe ich so ein Augenbrauengel, wo ich die Augenbrauen einfach so nach oben kämme. Weil ich das persönlich schöner finde. Das Gel fixiert das so ein bisschen. Als nächstes kommt Puder zum Abmattieren. Als nächstes kommt Bronzer für mich, wie nennt das? Contouring. Contouring, wie gesagt. Ich bin nicht so der Meister im Erklären, wie man sich schminkt, aber Contouring. Next one, nehme ich immer, also mache ich so ein bisschen Lidschatten. Ich halte es aber eigentlich immer relativ natürlich. Hier so meine Lieblingspalette. Die ist auch schon, naja, schon sehr benutzt. Und genau, ich nehme immer, weil ich weiß nicht, aber ich will immer so, dass es so eine saubere Kante hat. Deswegen nehme ich immer so Washi-Tail. Ja, sieht immer ein bisschen lustig aus, wenn ich das mache, aber. It is, wie es ist. So. Okay, ich nehme meistens immer erstmal diesen Ton hier, auch der, wenn der schon kaum noch da ist, ist so ein hellbraun. Aber dann mache ich erstmal hier so. Ja, ich mache das momentan, also ich mache das noch nicht so lange, aber ich mache das immer so ein bisschen, jetzt, dass ich das Augenlidschatten-Make-up so ein bisschen weiter nach hinten so durchziehe, dass es so einen Cat-Eye-Effekt hat, weil ich das persönlich sehr gerne mag. Und dann nehme ich erstmal so zwei hellere, mittelbraune Bräuntone und gehe erstmal so lang. Ich kann da Make-up nicht erklären, wie man sich schminkt. Leute, seid ihr echt an der falschen Stelle. Aber gut, ich versuche es mal so à la Lea-Technik, versuche es euch mal so zu erklären. Jetzt habe ich nochmal so ein leichten, schimmrigen Glitzer schon. Also so richtig Glitzer tut er jetzt nicht, aber mache ich hier mal in der Mitte so ein bisschen, ich highlighte so gesagt so ein bisschen in der Mitte des Ganzen noch ein bisschen, dass es so ein bisschen so einen Übergang hat. Wie gesagt, vielleicht sage ich jetzt auch was absolut Falsches, aber ich glaube, es ist so eine Art eigentlich Lippen-Make-up-Pinsel. Aber den benutze ich immer, um einfach nochmal hier so, ich mache mir damit immer so eine Art Lidschatten-Eyeliner. Der hält meistens gar nicht so lange. Auf jeden Fall betone ich da einfach mal so das Make-up nochmal hier in den Kanten. Augenlid, genau. Ich ziehe da einfach nochmal mit diesem dunklen Lidschattenton nochmal so diese Linie so nach. Dann mache ich zum Schluss, also wie gesagt, ich mache das Make-up selbst noch gar nicht so lange, aber hier so am Tränensack mache ich so eine Verlängerung. Also wie bei so einer Katze. Ihr wisst, glaube ich, wie so eine Katze so ein Auge hat. Und dann ziehe ich das hier nochmal so. Also ich setze hier so ein paar Details und schminke das auch nochmal durch. So, das ist jetzt mein Augen-Make-up. Ich find's pretty. Klar, geht da immer ein bisschen daneben. Das verblenden wir dann gleich noch. Oder schon einfach nur ein bisschen. Was gibt's kein Ziele? Damit kann man einfach alles nochmal schnell überdecken. Ist hier noch so ein freshen. Das ist so eine glänzende Nasenspitze. Okay, wir übertreiben jetzt erstmal kurz ein bisschen. Und dann kommen wir auch noch zum Hairstyling. Je nachdem, ich wasche mir jetzt nicht jeden Tag die Haare, aber ich zeige euch mal, was ich so alltäglich immer, also momentan, ich habe hier Curtain Bangs und die musst du eigentlich jeden Tag stylen, weil sonst hängen die einfach nur so glatt runter. Und ich zeige euch jetzt, wie ich die style. So, ich benutze immer für meine Curtain Bangs diesen Rundbürstenaufsatz, ja. Ich muss sagen, ich hatte eine lange Zeit ein Trauma von diesen Aufsätzen. Ich habe da so eine gewisse Story hinter mir. Ich hatte mal so eine Bürste in meinem Haarschrank und habe die nicht mehr abbekommen. Und so einmal zum Friseur gehen und alle haben mich so angeguckt wie so UFOs. Und dann musste mir der Friseur einzeln für einzeln jede einzelne Strähne aus der Bürste rausholen. Das war peinlich. Standen so gefühlt 5 Friseure um mich herum, haben diese Bürste von meinem Kopf befreit, weil die mir einfach hier oben im Ansatz hingen. Ich benutze immer noch so ein Volumenspray, damit die einfach noch so ein bisschen nass sind und damit hier einfach schon mal so Volumen drin ist. You will see, dass das dann erstmal schon mal Volumen ist. Und jetzt
Kombi mit dem Dyson. Man kann es natürlich auch mit einer normalen Motorbürste machen, aber ich persönlich finde, dass es damit einfacher geht. Let's go! Dann wuscheln wir das ein bisschen durch. Den Rest da. Wenn ihr mal Lust habt auf eine komplette Haarroutine, Haarstyling-Routine mit mir, lasst einen Daumen nach oben da, dann mache ich das auch mal. Aber das ist so daily, wenn meine Haare schon relativ fresh sind, frische ich das einfach nochmal auf vorne. Genau, ich würde sagen, wir gehen weiter. Simbalino kriegt jetzt als nächstes Frühstück und dann ich. Für viele jetzt vielleicht eklig, aber ich barfe ihn. Und ja, der kriegt heute Rindermuskelfleisch und Rinderpansen. Genau, und das kriege ich jetzt auch so die kleinen Teller. Ich teile es immer noch mal in zwei Portionen auf. Und da gibt es natürlich noch ein bisschen Trockenfutter, aber das ist erstmal so seine Hauptmahlzeit, die es am Morgen gibt. Ja, mach Sitz. Warte. Warte. Okay. Ich weiß nicht, für mich ist, wie gesagt, Frühstück immer das Geilste, finde ich, am Tag. Und bei mir ist immer so Standard, dass ich mir immer ein Ei koche. So 6 Minuten, damit es so richtig schön so einen flüssigen Kern hat. Das ist immer richtig nice. Ich mache das auf die traditionelle Art im Topf. Meistens viele haben ja so einen Eierkocher, aber ich vertraue Eierkocher nicht. Das funktioniert meistens nicht. Und genau, dann gibt es bei mir immer morgens Brot. Das hier ist jetzt ein mit leinsamen Sonnenblumenkern. Darauf esse ich immer Erdbeermarmelade. Okay, nicht immer, aber heute haben wir Bock auf Frischkäse und Erdbeermarmelade. Und dazu noch Heidelbeeren und Himbeeren, aber auch mit nice. Ich mache mir morgens immer zum Frühstück eine Vanillelatte und ich habe da mal so einen Sirup. Wirklich, Leute, das ist der beste Sirup. Keine Werbung oder so, aber der ist einfach geil. Ich mache dann so ein perfektes 6 Minuten ein. Wenn wir Glück haben, platzt keins auf. So, Leute, wir warten jetzt noch auf die Eier. Ich weiß, ich habe immer das Bedürfnis, diesen Schaum vom Kaffee immer abzuessen. Aber allgemein, ich bin voll der Fan, Heißgetränke zu löffeln. Ich weiß nicht, ob das komisch ist, aber schmeckt meiner Meinung nach besser. Das ist ein schönes Ei geworden. Ich weiß nicht, aber Reihenfolge beim Frühstück, essen wir das Ei. Wir schauen jetzt mal, ob das so nice geworden ist, wie es immer nice wird. Aber eigentlich bin ich ein richtiger Pro in Eiskochen. In Eiskochen. In Eier kochen und es fühlt sich gut an. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euer Ei am liebsten isst. Isst ihr am liebsten gekochte Eier, Spiegeleier oder Rührei? Und wenn, isst ihr lieber harte oder weiche Eier? Jetzt köpfen wir das. Und ist es perfekt? Oh yes. It looks pretty. Also ich toaste das Brot jetzt. Wenn ich ein Brötchen toaste, toaste ich das, glaube ich, ja. Wenn ich ein Brötchen toaste, toaste ich es sogar doppelt von beiden Seiten. Weil ich einfach finde, also selbst wenn ein Brötchen total frisch ist, dann toaste ich das trotzdem zwar. Weil ich das einfach liebe, wenn das nochmal so richtig heiß vom Toaster durchgebacken wird. Ja. Jetzt warten wir auf unser Brot. Oh yeah. Das ist so nice, weil wenn das so warm ist, dann schmilzt dieser Frischkäse noch da drauf. Also ich finde das geil. Vielleicht gibt es Leute, die das nicht geil finden, aber ich finde das geil. Und auch immer ihr das Video seht, aber gut, Hunger. Aber wenn ihr noch nie Erdbeermarmelade mit Frischkäse gegessen habt, probiert es mal aus. Es schmeckt wirklich so geil. Und es wird schmecken. Ich finde es immer so komisch, vor der Kamera zu essen, aber das ist jetzt meine Morgenroutine. Fertig gefrühstückt. Das ist auch schon eigentlich das Ende meiner Morgenroutine. Jetzt geht der Tag erst richtig los. Aber wenn ihr mal Bock habt, dass ich irgendwie das Gleiche nochmal als Abendroutine drehe oder euch einfach mal so einen ganzen Tag mitnehme, wie so mein Alltag so in der Woche ist, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich räume jetzt noch den Tisch ab und mache hier alles wieder fresh und ordentlich, weil ich bin so ein Mensch, ich hasse Unordnung. Persönlicher Tipp von mir. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen beautiful day, wann auch immer ihr das Video seht. Und tschüssi!